und herzlich willkommen zu Folge 203. Wir sind wieder in Edan. Beklauen alle Leute, die wir bis dahin noch nicht beklaut hatten. Und kümmern uns so ein bisschen um die Beförderungsquests. Da es leider keine weiteren Nebenquests gibt, sobald man sich bei irgendwem an, also wenn man sich irgendwem anschließt, kennt man es vielleicht noch aus Gothic, dass man dann noch von jedem so ein bisschen Quests erhält, beziehungsweise wenn man mich fragen würde. So, ich fand, früher war es so, bei den Gothic-Teilen, es hat erst richtig angefangen mit den Nebenquests und mit dem Questen, wenn man sich wem angeschlossen hatte. Aber hier ist das, wie gesagt, nicht so. Hier kann man quasi im Vorfeld alles erledigen, was auch nicht so schlimm ist. Und dann kann man im Nachhinein noch die gildenspezifischen Beförderungsquests machen. Also sprich, man schießt sich im Prinzip selbst ins Bein, wenn man sich denn quasi so die Stimmung nehmen will. Also wir könnten auch einfach auf den einen Haufen hat Quests. Mal ein Freund von mir gearbeitet. Lass uns wieder verschwinden. Ja, klar, können wir mal verschwinden. Auf jeden Fall, man schießt sich quasi selbst ins Bein, wenn man denn sich die Atmosphäre nimmt oder wenn man glaubt, sie sich zu nehmen, wenn man die meisten Quests im Vorfeld macht. Man könnte auch ein paar Quests erst im Nachhinein machen, aber ja, ich habe immer gern alles erledigt, ne? Und so hab damit auch kein Problem. Ja, die pennen ja alle. Guck mal, die armen Setzer, die hatte ich noch gar nicht ausgenommen. Ist ja perfekt. So einfach. Ja, und so holt man sich quasi das Geld wieder rein für den Schnaps, den man gekauft hat. Ach, das mit Borns Truhe und Sindas Truhe, das war ja für diese eine Quest um den, aber wie hieß er denn noch? Ihr wisst, wen ich meine. Den Kerl, zu verhaften, wisst ihr noch? Dass der quasi... Also wir haben den angekreidet und dann kam ins verlorene Tal, verbotene Tal, und dort haben wir dann, glaube ich, sogar noch umgebracht. Oh, halt dich kurz, alles klar. Also du bist ein Überlebensfritze, ne? Genau. Wie gesagt, Abenteurer bzw. sechster Sinn können wir bei Bedarf noch erlernen. Sechster Sinn haben wir sogar noch durch unsere Brille. Aber ich weiß nicht, wie lange das halten wird. Also wie lange es braucht, bis ich einen gescheiten Helm findet oder sonst was. Dann könnten wir das im Nachhinein auch noch erlernen. Haben wir jetzt gerade keine Lernpunkte, aber ich meine, wenn, dann könnten wir es, ne? Oh, halt dich kurz, ich bin Cormac. Er sollte mir doch neue Setzer zuweisen. Gehörst du etwa zu uns? Ja, ich bin jetzt einer von euch. Das freut mich zu hören. Wir können auf den Feldern jeden Setzer gebrauchen, den wir bekommen können. Du wurdest mir doch zugeteilt, um auf den Setzlingfeldern zu helfen, oder? Ich wünschte, es wäre nicht so. Ja, wurde ich. Das freut mich zu hören. Wir haben ein echtes Unkrautproblem auf den Setzlingfeldern. Es gehört nun zu deinen Pflichten, sich darum zu kümmern. Ich habe letztens jemanden damit beauftragt, das ganze Unkraut auszureißen, aber es beginnt schon wieder, sich über die Felder zu verteilen. Such die Unkrautpflanzen, die ihre Samen an den kleinen Wasserfällen zwischen den Feldern verteilen, und reiß sie aus. Komm wieder zu mir, wenn du damit fertig bist. Hui, das klingt ja sehr spannend. Also, nicht, dass das uns jetzt zu Kopf steigt und zu viel wird, ne? Ich muss sagen, die Quest von... Also man muss Angrim nicht mögen, ja. Also Angrim ist ein Arschloch, okay, ja, ist er. Aber... Man muss dazu sagen, auch wenn er ein Arschloch ist, die Quests haben immerhin Charakter. So ist nicht. Also Cormac sagt einfach nur, ja, pff, kümmere dich um den Kram, geh zu Born. Und der Angrim sagt, ja, pass mal auf. Ich habe ja da noch so einen niederträchtigen Gefallen, den ich dir aufbürden kann. Und kill den. Nee, überwach ihn erst und dann töte ihn. Also das hat immerhin was. Da kann man nichts sagen. Wie gesagt, persönlich mag ich den Angriff nicht und im Normalfall entscheide ich auch gegen ihn. Die Sache mit Stormstone habe ich halt nur so geregelt, weil ich Angst hatte, dass ich nicht mehr so viel für die Berserker quasi verscheißen durfte. Deswegen habe ich ja Stormstone auch getötet. Und außerdem hat das ja sowieso, was sowieso nicht schlimm anscheinend. Ne? Also, aber im Normalfall ist der, also finde ich den Angriff moralisch sehr verwerflich, gerade weil er an seine alten
ja, überholbaren Werte irgendwie zu sehr festhält. So. Störendes Kraut. So, mordsmäßige Quest. Jetzt verpflichten. So, jetzt ist das Unkraut entfernt. Schade, ich dachte ganz kurz, es wäre wirklich Heilkraut. War natürlich klar, dass es dann ein Questgegenstand sein wird. Aber trotzdem, ich hatte ganz kurz echt den Verdacht, das wäre jetzt nur Heilkraut. Weil das hätte ich ohne Probleme eingesammelt. Hätte ich gar kein Problem mit. Würde ich alles mitnehmen. Hätte ich gar keine Probleme mit. Oh, da war noch Setzerbrot. Wie gesagt, recht nett, dass die Pflanzen nachspawnen. Das gefällt mir ziemlich gut. Aber auf der anderen Seite macht das auch Sinn, ja, wenn du dafür sorgst, dass die Monster jetzt unlimitiert werden, können die dir ja quasi unlimitiert viel Schaden machen und dann musst du auch unlimitiert viele Möglichkeiten besitzen, wieder an Geld zu kommen. Beziehungsweise an Tränke, ne, und an Zutaten dafür. Kompost, soll ich da reinpacken oder was? Oder muss ich mit denen gleich noch interagieren? Naja gut, warten wir mal ab. Geben wir erstmal die Quest ab, ne, und dann sagt uns bestimmt, ey, pack den Scheiß in die Komposttonne und dann können wir es ja immer noch machen. So, aufstehen hier, Chef. Oh, halt dich ich kurz, habe das Unkraut ich bin für dich. Müde. Was meinst du damit? Ich habe alle Pflanzen an den Wasserfällen ausgerissen, so wie du es gesagt hast. Und jetzt hast du sie mir mitgebracht? Ja. Oh, du Idiot! Was soll ich denn mit dem Unkraut? Schmeiß es gefälligst in die Komposttonnen. Sie stehen links neben dem Haus der Setzer. Die findest du aber alleine, oder? Trottel. Hm. Probieren wir es mal so. Ich hab mir das sowieso gedacht. Vielleicht kriegen wir ja eine Zusatzbelohnung, wenn wir mitdenken. So, das war's. So. Ja, weil jetzt könnte man ja sagen, hey, klasse gemacht. Oh, halt dich kurz. Ich habe das Unkraut in den Kompost geworfen. Sehr gut, du denkst ja richtig mit. So Leute wie dich kann ich hier gebrauchen. Hier hast du deine Bezahlung. Wenn ich mal wieder Hilfe brauche, lasse ich es dich wissen. 200 Splitter. Und zweimal Setzerbrot. Dafür, dass wir mitgedacht haben. Könnt ihr mal sehen. Könnt ihr mal sehen, was das wert ist heutzutage, wenn man einfach mal mitdenkt. So, das heißt, auf zu Cormac oder was, ne? Also entweder leitet er uns jetzt dann gleich weiter oder wir haben das jetzt sogar schon beenden können. Da muss ich aber sagen, waren wir wirklich nicht lange Setzer. Ne? 3 Folgen Setzer zu sein, ist dann schon wirklich ein schneller Aufstieg. Vor allem, weil man nur 2 übergeordnete Quests machen muss. Aber egal. Ich habe auf den Feld geholfen. Wie? Jetzt schon? Das ging aber schnell. Wenn Sie weiterhin meine Hilfe brauchen, werden Sie sich bei mir melden. Wenn das so ist, sehe ich deinen Einstand als Setzer als erledigt an. Normalerweise muss ein Setzer jahrelang auf dem Feld arbeiten, bevor er meine Stimme bekommt. Aber da wir dringend gute Krieger brauchen und du eindeutig nicht für die Feldarbeit geschaffen bist, komme ich dir entgegen. Bedeutet das, du sprichst dich für meine Beförderung aus? Noch nicht, aber das hast du dir selbst zuzuschreiben. Schließlich erzählt man sich, du seist derjenige, der Irdor das minderwertige Essen überreicht hat. Geh also zu Kaldrim, lass dir ein Heilmittel geben und bring es ihm. Sobald du das hinter dich gebracht hast, stehen die Chancen gut, dass ich mich für dich einsetze. Auf der anderen Seite, muss ich jetzt sagen, bin ich doch froh, dass ich so oft gegen die Berserker gehandelt habe, denn jetzt muss ich alles wieder gut machen. Und das ist verbunden mit Quests, die man sonst vielleicht gar nicht machen müsste oder könnte, ne? Weil, wieso auch? War er doch nicht der, den wir getötet hatten? Oder lebt er überhaupt noch? Na egal, egal. Werden sehen. Ich hoffe, der lebt noch. Ah, wobei, nee, doch. Ach ja, Irdor war ja da unten. Da ist ein weltenherzig Trottel. Ich dachte, das wäre der Typ gewesen, dessen Bruder zum...
renne übrigens gerade zu dem, zu dessen Pfeil und nicht zu dem vom Kaldrim. Was ich sagen wollte, da unten war ja das Weltenherz, den wir das vergammelte Brot unter die Nase gerieben haben, und der andere war ja der, dessen Bruder irgendwie zum Häscher oder Verlorenen wurde und deswegen gestorben ist oder so, aber gut. Hatte ich verwechselt. Ich brauche ein Heilmittel für Ido. Man hat mir bereits berichtet, dass es Probleme gab. Du kannst dich glücklich schätzen, ich habe bereits etwas herstellen lassen. Die Herstellung hat natürlich Ressourcen gekostet, die anderswo hätten besser verwertet werden können. Ich nehme also an, du bist bereit, einen kleinen Obolus zu spenden. Sehe ich so aus, ja, klar. Hier, ich hoffe, es hilft. Natürlich, jedes bisschen hilft. Danke dir. Ja, gerade, weil mir wieder klar war, dass wir dann die Kälte sinken lassen können, ne? Das ist ja... Lass deine Technik ja, lieber stecken. Komm halt die Schnauze. Hier passiert gleich wirklich was. Ich schlag dir die Fresse rein. Geh mir nicht auf den Sack hier. Jeder Penner motzt hier rum. Was haben wir denn jetzt hier? Neue Gegner? Unhold. Aber ein Abgang. Teleportierst dich hier hin, ist direkt hinter dir hier. Also das ist ja... Ich sehe nichts. Übrigens, was ich ganz cool finde, wenn man Unhold tötet, dann hat der 11 Setzerbrot dabei. Finde ich cool. Das kann man ja ab und an vielleicht gebrauchen. So, war das nicht sogar die Hütte? In der... Nee. Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell. Oder war das die Hütte, wo der war? Dessen Bruder zum Monster wurde. Das war der doch. Grima. War der Bruder. Krall war es, genau. Und der ist jetzt, wie gesagt, tot. Kralls Tagebuch haben wir noch dabei. Das werden wir auch gleich mal lesen. Wir wussten ja allerdings, dass das passiert. Denn wir haben ja in der Besser City jemanden mal antreffen können, der die beiden gekannt hatte. Und der hatte ja irgendwas gemeint von wegen, ja, keine Ahnung, kennst du Krall? Und dann haben wir gesagt, ja, aber der ist tot. Und eigentlich hätten wir es ja gar nicht wissen können, dass er tot ist, aber ja, wir haben ihn getötet, weil Grima ist dann ausgerastet und hat ihn umgebracht. So viel dazu. Und da ist sein Tagebuch, gehört einem Berserker. Hatten wir das nicht sogar schon? Egal, wir lesen es mal. Ich kann mein altes Tagebuch nicht mehr finden. Ich muss es irgendwo auf den Balkon zurückgelassen haben. Ich werde nochmal aufschreiben müssen, was mit Grima passiert ist. Vielleicht brauche ich diese Informationen irgendwann nochmal. Ich habe Grima befreit. Er ist kaum in der Lage zu sprechen. Sie müssen ihm im Konverter ganz schön zugesetzt haben. Ich kann ihn kaum noch erkennen. Aber ich weiß, dass es mein Bruder ist. Tag 2. Er hat ein paar Sachen sagen können und ich habe versucht, ihm etwas zu essen zu geben. Er hat alles wieder erbrochen. Ihm scheint es sichtlich schlechter zu gehen. Ich habe gestern Nacht nicht schlafen können. Tag 3. Ich bin verzweifelt. Er isst nichts, er trinkt nichts. Er stöhnt nur und macht den Eindruck, als würde er sterben. Ich habe wieder nicht geschlafen. Niemand muss auf Grima aufpassen. Tag 4. Bin eingeschlafen. Grima ist noch da. Aber es sieht so aus, als hätte er versucht, meine Elex-Splitter zu essen. Sein ganzer Mund ist von dem scharfkantigen Zeug aufgerissen. Aber es scheint ihm besser zu gehen. Tag 7. Ich habe es geschafft, etwas Elex aus Goliath zu schmuggeln. Grima hat sich sofort darauf gestürzt. Es scheint nicht genug gewesen zu sein. Ich fange an, die Tage durcheinander zu bringen. Es ist dauernd dunkel und ich schlafe schlecht. Tag 8. Er hat was gesagt. Er hat geredet. Ich konnte es nicht genau verstehen und es hat Stunden gedauert. Aber es scheint so, als wolle er mir erzählen, was ihm passiert ist. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, scheint er sich schon länger auf dem Gelände des Konverters aufgehalten zu haben, bevor ich ihn dort gefunden habe. Er hat wohl angefangen, sich von Elix zu ernähren. Es gab dort nichts anderes. Tag 12 oder 13. Er redet nicht mehr. Je mehr Elix ich ihm gebe, desto mehr will er haben. Ich muss immer größere Mengen aus Goliath stellen. Ich befürchte, dass ich bald erwischt werden könnte. Tag 15. Jemand war bei mir. Jemand aus Goliath. Sie haben mich gefunden. Sie haben das fehlende Elix bemerkt. Dieser Mann hat mir gesagt, dass er uns nicht verraten wird. Ich kann ihm nicht genug dafür danken. Tag. Ist überhaupt schon ein Tag vergangen? Etwas stimmt nicht mit Grima. Ich habe ihm noch etwas Elixit gegeben und es auch geschafft, noch mehr Elix zu kaufen. Er scheint über irgendetwas aufgebracht zu sein. Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Er ist nicht aufgebracht, er ist jetzt schlichtweg wütend. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll.
Ich habe versucht, ihn zu beruhigen, aber es klappt nicht. Ich muss überlegen, was passiert, wenn er noch aggressiver wird. Ich werde versuchen, ihn zu fesseln. Die nächste Nacht wird schwierig. Ich bin müde. Tja, und dann hat sich der Grima den Krall gekrallt. So, was machen wir jetzt? Ich werde euch sagen, was wir jetzt machen. Wir packen die Magnesiumfackel aus. Ballern uns noch mit Essen zu. Und rennen dann gleich da runter. Und werden das hoffentlich überleben. Denn da unten ist Gift gewesen. Und ich probiere jetzt mal, ob das irgendwie vielleicht was bringt. Ob wir da unten was finden können oder einfach nicht schnell sterben. Also wir haben den Ring des Schutzes schon mal an. Allerdings das Amulett des Multitalents. Haben wir hier irgendwas? Nee, haben wir natürlich nicht. Jetzt hätte ich halt... Ui, da war eins mit Geschicklichkeit plus 10. Na gut, wir haben leider kein Resistenzgerät. Gerät, also Amulett. Der Ring ist wie gesagt ausgerüstet. Probieren wir es mal. Wie gesagt, hier unten kriegen wir Schaden. Aber das soll uns jetzt mal egal sein. Hier ist es noch gar nicht. Hier waren wir schon, ne? Genau. Und hier kriegen wir dann Schaden. Und das ist direkt ein Energieregentenschwert. Ach du Scheiße. Hoppala. Also das lohnt richtig. Ich werde hier auf dich warten. Natürlich, Trottel, hab wieder die Magnesiumfackel vergessen. Wo liegt die denn? Oder ist die ausgegangen? Die habe ich oben liegen lassen. Alles gut, die habe ich oben liegen lassen. Müsste sowieso wieder hoch. Huiuiui. Ich muss sagen, auf der anderen Seite verschwendet man da schon gut Tränke, ne? So ist nicht. Okay. Von der Seite kann man auch noch rein, oder was? So, mehr oder minder. Auf jeden Fall schon mal ein Schwert gefunden. Und das war direkt kein läppisches. Das war direkt einfach verbessert. Also wenn man da reinrennt in eben diese Gegenden, kann man auf jeden Fall gut abkassieren. Ach ne, hier ist gar nichts. Hier ist es noch gar nicht giftig. Also wir müssen ganz nach unten. Scheint auch eine Art Labor oder sowas zu sein. Also sieht schon interessant aus. Ich werde hier auf dich warten. Okay, jetzt geht es gerade ein bisschen zu schnell. Ich muss hier wieder raus. Hei, hei. Ich werde hier auf dich warten. Puh. Das Problem ist halt, die Gegend da unten ist größer als ich dachte. Wir bräuchten eigentlich mehr Giftresistenz. Ich werde hier auf dich warten. Ist es hier stärker? Oder kommt mir das nur so vor? Nein, scheiß drauf. Wir brauchen einfach mehr Resistenz. Ich habe jetzt quasi ein bisschen Tränke verschwendet und auch ein bisschen Fleisch, aber ich glaube, das dürfen wir uns mal leisten. Auf jeden Fall, es ist interessant da unten, in diesem Gift, also ich denke mal, das in allen Giftgebieten und verstrahlten Gebieten und sonstigen Gebieten, gefröstelte und verbrannte, ich glaube, da ist überall ganz schön was zu holen. Aber, wie gesagt, uns fehlt da leider die Resistenz noch zu. So, hier kommen wir wieder raus. Und jetzt zum eigentlichen Ziel. Ich dachte mir nur, ich latsche da mal vorbei. Hat sich ja auf jeden Fall gelohnt. Schwacher Kritter. Ach, zum Scheiße, gibt es ja noch schwache von der Sorte. Ah, wie gesagt, auf der anderen Seite, ich würde nicht mal sagen, dass es jetzt vergeudet gewesen wäre. Denn immerhin haben wir ja gut was mitgehen lassen. Ja, natürlich, ja, ist gut, es reicht. Halt, stehen bleiben. Jetzt holen wir hier uns wieder einen Haufen Krallen und Hornplatten und Zähne. Auf der anderen Seite können wir jetzt auch schon langsam mal wieder anfangen, die Gebiete. Die schlafen ja. Jetzt können wir auch anfangen, die Gebiete wieder aufzuarbeiten, die wir noch nicht betreten konnten. So einfach. Da gibt es ja auch noch ein paar von.
zu. So, jetzt sind wir wieder quitt, oder? Ich werd verrückt, dass du dich noch vor meine Augen traust. Was für einen Teufelsfraß hast du mir da verabreicht? Ich kann meine Hosen kaum noch am Mann behalten und muss ständig in die Büsche rennen. Das war nicht meine Absicht. Das war nicht meine Absicht. Na, das wäre ja noch schöner, wenn es Absicht gewesen wäre. Wenn du also nicht etwas dabei hast, damit ich meinen Magen wieder in Ordnung bringen kann, machst du besser, dass du Land gewinnst. Habe ich. Also beruhig dich wieder. Oh, ach so. Dann, nichts für ungut. Ich war nur so aufgebracht, weil ich nicht mit heruntergelassenen Hosen abtreten will. Verstehst du? Ja, sind wir damit quitt? Ja, aber bring mir in Zukunft nie wieder etwas zu beißen. Alles klar. Auf der anderen Seite, wie gesagt, konnten wir dadurch weitere Quests machen. Jetzt haben wir die auch alle nochmal schön beklaut. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geben wir die Quest ab und schauen dann mal, dass wir den nächsten Rang erhalten. In diesem Sinne, ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.